27 Stunden. Ja, wirklich gut, dass wir uns hier treffen. Ja, schauen wir mal, wie wir laufen. Ja, nächstes Jahr ist Fasnacht. Wir sind früher gut dran. Schauen wir mal, was wir da haben. Probier schon mal die da. Weil ich meine, die haben letztes Jahr eh schon gehabt. Ja, das war ich. Ist wohl auch zum Aufgegangen. Nur noch auch. Wie passt es? Ja, der ist gut, ja. Probieren wir noch mal einen an. Ja, in Siebenland haben wir. Ja. In Siebenland auch. Der war noch frei. Und jetzt haben wir wohl rein, den haben wir gleich klein auch gehabt. Auge? Nein. Nein. Nein, bleiben wir da halt. Hey, servus Max, grüß euch. Servus. Jetzt ist ein Herrichter verpasst. Ja, freilich, ja sowieso. Haben Sie vielleicht eh schon gesagt, he? Die haben uns zweimal nominiert. Einmal die in St. Klinghaupt-Fasnacht und einmal der MZB, weißt du, für den Bull-Challenge. Ah, und wahrscheinlich werden wir müssen irgendetwas machen. Ja, etwas werden wir müssen, die, aber derweil, mit der Weil schaut es schlecht aus. Nein. Das ist immer so ein Hey Lex, du hast schon einen Traktor da. Servus Busch! Hoi, Grillbull-Challenge hat man! Au, wen hab ich ja ganz vergessen! Ja, wo ist es denn? Wo sind wir denn? In der Pizza-Runde haben wir wohl ausgemacht! Ah ja, in der Pizza-Runde! Herrgott, zack! Und ich so auf Lager da! Aber warte! Ich glaube, ich nehme den kürzesten Weg gerade über die Brücke an. Ich komme gleich! Ich bin schon unterwegs! Klein, die Busch! Ich schau, dass ich auch wegkomme! Passt, alles klar! Okay. Ciao, servus! Servus! Herrgott, zack! Wir sind in der Pizza! Und sie haben uns vergessen, ich habe eine Bull-Challenge heim. Ich muss am schnellsten wegen Pizza nachher. Jetzt geht es. Vor lauter vielen Jahren habe ich schon wieder vergessen, dass es eine Bull-Challenge ist. Jetzt muss ich am kürzesten Weg auch eine Pizza. Ja, das. Jetzt kriege ich! Hol, Adrio! Oh! Ja, genau!
Sein Sternhardt recht herzlich bedanken und auch für die Nominierung von MCP Pietzthal. Ich glaube, wir haben heute die Challenge erfüllt und möchte noch etwas wieder nominieren, das heißt den Fasnachtsverein Rier und den Theaterfreunde Theaterverein Arzl. Sollte sich keine Challenge machen, dann darf man uns eben auch ein Fassler Bier freuen und auch mal rein. Und wir möchten natürlich auch etwas spenden, das ist ja klar. Und das war unsere Zukunft, sage ich. Die Kinder im Kindergarten Arzl, weil die sind wahrscheinlich die Zukunft für die Fasnacht. Und denen möchten wir 200 Euro spendieren. Und ich möchte euch jetzt alle recht herzlich einladen, weil das nächste Jahr, 2019, haben wir eine Fasnacht. Das heißt, Ende Jänner haben wir Hexenmatrawecken. Und am 3. Februar haben wir ein Singesverlaufen. Und ich hoffe, dass du jetzt auch alle zahlreich erscheinen könnt. Und jetzt schauen wir alle unten auf ein gutes Gelingen. Oh!